So. Ach, aber dann geht das ja hier bis da unten. Ah, okay, da muss eben diese Mauer hier weg. Ja, das sieht schon ein bisschen doof aus hier. Na gut, wir schauen uns das mal an. Machen das mal weiter. Da kann aber das hier auch weg hier. So, da muss der das Holz hier noch weg. Da oben ist ja auch so, ja, hier oben können die Mauern sowieso komplett weg. Die habe ich da schon mal vorsorglich hingebaut, aber da hatte ich ja noch eine andere Idee. Das ist ja schon, ach, keine Ahnung, weil ich das letzte Mal hier war und gearbeitet habe. Das ist echt schon lange her. Das ist, boah, in Echtzeit, puh, 3 Jahre bestimmt. Ein Grund mehr, dass es mich freut, dass es hier mal wieder weitergeht. Naja gut, man muss eben auch dann die Idee haben, so dass da... Boah, kann man bleiben. Ich weiß nicht, ob ich die Mauer so, wie sie jetzt da steht, lasse. Da kommen natürlich Mauern hin. Aber... ich weiß noch nicht genau, wie die aussehen soll. Aber die in der Mitte hier, das soll auf jeden Fall weg. Das soll ja ein ganz großer Raum werden. Und keine Abteilungen, keine Untertrennungen. So, damit wäre das hier mal alles weg hier. Der Rahmen kann ja dann auch weg. Ja, den mache ich mal weg hier. Da kommt dann Holz hin. Der letzte Rest der Treppe noch. So, dann machen wir das Holz dahin. Und ich muss... Hallo? Holz hinsetzen? War zu weit weg. Wir könnten mal einen... Wow, ist kein Holz mehr. Einen kleinen Abstecher machen zu dem anderen Projekt, was noch aussteht, also was noch offen ist, um einfach das mal wieder angeschaut zu haben. Ich weiß noch nicht, wann ich da weitermache. Lust dazu habe ich schon. Vielleicht auch schon bald. Aber jetzt macht es Sinn, erstmal das hier fertig zu machen. Ich mache es mal eben noch schnell hier. Moment. So, zack. Das hier zu. So, und jetzt mal ab ins Bett, auf das wieder morgen wird. Ja, da haben wir den Morgen. So, dann hier neue Treppe. Ach so, da kann ich ja hier auch zumachen. Zumindest erstmal. Ja, das ist ein schöner großer Raum hier. Aber da ist das Loch hier in der Mitte. Das passt einfach nicht. Hm. Wie wäre es, wenn wir die Treppe da hin machen? Da hinten? Nee, da passt die ja wieder nicht hin. Nee, aber hier so an der Seite. Irgendwo muss die ja hin. Und hier wäre viel Platz. Also das heißt, wir müssen da eine Priorität setzen, wo eben nicht dieses riesige Loch da im Boden sein soll. Das soll hier, das ist ja immer noch, ja, also nicht wirklich in der Mitte, aber noch ziemlich in der Mitte. Hier geht's nicht, weil da unten kein Platz ist. Wir brauchen schon eine längere Wand. Nee, dann bleibt eigentlich nur, ohnehin nur diese Wand hier übrig. Dann würde ich sagen, nee, nicht die Schaufel, das hier. Machen wir das mal nach da hinten. Ach nee, ich wollte doch nicht runterfallen. Wie groß muss das Loch hier sein? Das sind 8, okay. Also muss da noch was weg. Oh, da haben wir ja... okay, ich verstehe. Da muss das hier noch weg. Wir haben das ja eins breiter gemacht. Nee. Ja, egal. So. Okay, jetzt muss ich wieder an die Fensterscheibe bauen hier. Nee, verkehrt. Mach ich da dran. Dann muss diese Mauer hier weg. Also ich habe, ich denke schon noch dran, noch diese andere Baustelle zu besuchen. Ich will jetzt erstmal hier... Was war das denn? Ach, falscher Platz. Die Treppe da ein bisschen weitermachen. So, hier. Ah, da muss das hier noch weg.
Das gefällt mir auch nicht. Ich glaube, es ist da doch besser, dass ich mich von der Treppe komplett verabschiede und einfach so eine Leiter hochmache. Das ist zwar irgendwie doof, aber ich will auf jeden Fall den Effekt erhalten, dass hier ein großer Raum ist. Und wenn dann irgendwo in der Ecke, vielleicht hier dann zum Beispiel, ja genau da, wo unten ja der Eingang ist, dann stört das eben nicht so. Dann wäre es vielleicht hier sinnvoll, direkt am Fenster dann. So, mal schauen. Dann käme man hier hoch. Ja gut, also wir haben auf jeden Fall hier außenrum einen Rand. Also dagegen kann ich jetzt nichts machen. Gut, ich versuche mal das hier. Habe ich denn hier... nee, keine Leitern. Doch, hier sind Leitern. Sehr gut. Das heißt hier... Okay, Moment. Da ist da noch was hin. So. Das Fenster kann hier so bleiben. Ja, ich mach das so. Das müssen wir dann eben so hinnehmen. Ursprünglich war ja gedacht, dass hier oben ein, auch noch wieder irgendwie so ein Wohn- und Aufenthaltsraum sein würde. Oder mehrere Räume, aber so ein Stockwerk eben. Und da habe ich mich ja nun anders entschieden. Das soll ja nun nicht mehr sein. Ursprünglich war es eben so gedacht. Und aber deswegen soll das jetzt anders sein. Und dann müssen wir eben den Kompromiss mit der Leiter eingehen. Ja, da bin ich gespannt, was draus wird. Aber so habe ich das jetzt beschlossen. So will ich das machen. Das Schaf guckt hier rein. Wir müssen das Schaf mal wegführen. Ich muss mal ein bisschen Weizen besorgen. Ja, dann könnten wir eigentlich hier wieder diese Wände ziehen, so wie sie mal waren. Ich mache jetzt erstmal die Treppe wieder weg. So. Ja, okay. Ja doch, ansonsten können wir die Räume da so lassen, wie sie waren. Oder wir machen sie einfach neu, aber die bereits bestehenden Wände können so bleiben. Zumindest erstmal. Okay, gut. Dann machen wir jetzt mal einen kleinen Abstecher. Ich würde gerne das Schaf wegführen. Hab leider keinen Weizen mit. Das heißt, ich brauche Weizen. Dann muss ich mir... Moment, ich muss mir was holen. Gehen wir einfach ins Lager. So. Ich will das Schaf da jetzt weg haben. Wo haben wir denn Weizen? Müsste da hinten... Nee, Weizen. Hier. Nee, auch nicht. Auch nicht. Doch, da muss doch irgendwo Weizen sein. Aber das alles in den... im Silo... Nö, da muss man was abbauen. Nee, ich will jetzt nicht zum Silo laufen und da wieder rumwurschteln. Wir bauen uns schnell ein bisschen Weizen ab. Ja, dieser Schuppen da gefällt mir auch. Schön, dass ich den komplett neu gemacht habe. Naja gut, neu. Ja doch, die Außenwand und das Stockwerk obendrauf, die Decke, das ist schon alles neu. Innen ist immer noch alles gleich. So, lieber mal ein bisschen mehr. Ne, Moment, hier, falsche Taste. Da haben wir Weizen und ich will natürlich gleich wieder neu anpflanzen. So, probieren wir das doch mal aus, ob das mit dem Weizen funktioniert. Da habe ich doch ein Schaf gesehen. Hier, da ist eins. Ja, es folgt mir. Gut, ausgetrickst. Zurück, nee, zum... Schlösschen. Teleport! So, wo haben wir das Schaf jetzt? Da vorne. So, nein! Ja, hallo, was denn? Ja, unglaublich. So, Schaf, jetzt kommt. Ja, sehr gut. Ja, ja, komm damit. Nicht umdrehen, einfach mir folgen. So, hier, komm mal. Brauche ich das jetzt mit zumachen? So, Schaf, hier. Du sollst was zu futtern haben. Es hat das Interesse verloren. Da muss ich ein bisschen anschieben. Ja, jetzt kommt es. Sehr gut.
Die Sache ist nur die, was mache ich jetzt mit dem... Da hinten, guck mal da, da ist eins. Das locken wir auch mal an. So, dann hat das Schaf einen Kollegen hier. Oh, da ist ja auch schon eins. Okay, dann machen wir das hier. So, komm mal her, ihr beiden. Jetzt springt's ins Wasser. Und hat das Interesse verloren. Nö, das will ich. Na komm jetzt. Das ziehen wir jetzt durch hier. Komm mit. Ja, jetzt ist das auch im Wasser. Ja, egal. Dann bleib doch mal im Wasser. So, eins. Eins für dich und eins für dich. Sehr gut. Jetzt haben wir noch zwei übrig. Hier, da hinten ist noch ein Schaf. Gewesen. Irgendwo. Jetzt ist es weg. Ah, guck mal, da ist das Kleine. Wieso ist das Kleine jetzt hier? Achso, das ist schon hergerannt. Das hat auch gleich Lust auf Weizen. Ja gut, dann sollst du auch Weizen kriegen. Hallo Kleines. Jetzt will es nicht. Ah, wächst das dann? Naja, also bislang noch nicht. Weiß ich nicht. So, aber ich muss jetzt auch was essen. Dann werde ich das hier zumachen. So, und dann schauen wir uns die weitere Baustelle an, die ich gerne demnächst vielleicht weitermachen will. Da, das ist im Hafen. Da haben wir den Hafen. Ach, stimmt immer. Genau hier im Hafen selbst. Und da müsste ich ja auch noch was machen. Da fehlt ja noch die Einrichtung. Wie hoch geht das denn noch? Hier. Genau. Hier, da habe ich ein bisschen was, aber hier im Büro, da steht nur ein Bett und sonst nichts. Da sollte auch noch was rein. Okay, aber gemeint habe ich eigentlich hier in dem Seemannsheim hier. Da ist sie da hinter der Theke. Da geht es doch hier nach unten. In den Vorratskeller. Oh, da ist sogar was drin. Guck mal an. Ja, ich habe hier schon mal angefangen. So, und dann geht es hier noch ein Geschoss weiter nach unten. Und hier ist so ein unterirdisches Labyrinth. Und das würde ich gerne weiter ausbauen. Das ist auch schon Ewigkeiten her, dass wir da waren. Und das ist eine Sackgasse. Das ist aber auch Absicht so. Hier irgendwie... Ah ne, da komme ich wieder zurück. Hier geht es noch weiter nach unten. Ja, und noch viel weiter nach unten. Und das würde ich gerne noch weiter ausbauen. Ich muss da jetzt nicht langlaufen. Wir haben ja gesehen, worum es geht. Und man sieht auf der Minikarte... Kann man das auf der großen auch sehen? Nee. Da ist eine Schlucht. Und der Gang sollte hier in die Schlucht führen. Und dann in der Schlucht irgendwie weiter wegführen. Und dann wieder an die Erdoberfläche. Das war so die Idee. Mal schauen, wie wir das umsetzen oder wann wir das umsetzen. Ich habe es auf jeden Fall vor. Die Frage ist nur wann. Eins nach dem anderen. Das ist eben so ein altes Projekt, das schon sehr, sehr alt ist, das ich mal angefangen habe und eben dann irgendwann aufgehört und nicht weitergemacht habe. Und das würde ich dann gerne irgendwann mal möglichst demnächst weitermachen. Wie zum Beispiel auch das Schlösschen, wo wir jetzt wieder hingehen. Und ich will aber auch gerne nochmal zum Kreisdorf gehen, in dieser Aufnahme noch. So, hier. Das machen wir dazu. Dann müsste jetzt noch so eine Platte rumliegen. Also hier schon mal nicht. Ich gehe gleich ins Bett. Ja, da ist sie. Dann machen wir das wieder mit der Tür. Das Schaf ist ja weg. So, ich gehe mal ins Bett. Ach so, hier. Rechte Maustaste. Oh, der Morgen ließ ein bisschen auf sich warten. Okay, was machen wir jetzt hier unten? Machen wir erst hier unten weiter. Also die Idee hier oben, die bleibt ja erhalten. Die trage ich jetzt schon seit, keine Ahnung wie lange, seit 3 Jahren mit mir rum oder so. Das werde ich auch nicht vergessen. Dann könnten wir... Oh, das ist so dunkel hier unten. Könnten wir hier unten wieder weitermachen.